10 Jahre E-Mobilität bei uns hier in Deutschland. Und passend dazu bin ich nicht im Berliner Studio bei uns, sondern ihr seht es schon, ich bin im Autohaus Endres in Oranienburg. Und heute treffe ich mich deswegen mit Professor Dr. Christian Lukas. Und er ist nicht der absolute Autofanatiker, was perfekt für die heutige Folge ist, sondern er ist auch der Verfasser der Studie vom Mobilitätskompass an der IU, kommt jährlich raus. Und da hat er die Wahrnehmung der E-Mobilität untersucht. Und passend dazu sprechen wir jetzt heute und schauen, was dabei rausgekommen ist. Christian, schön, dass du hier bist. Du bist extra angereist nach Berlin. Bevor wir übrigens zu einer sehr, sehr aufregenden Testfahrt kommen, also bleib dran, widmen wir uns erstmal der Studie von dir, die ja jährlich rauskommt. Erzähl mal, was die Zielsetzung überhaupt dafür war. Genau, also die Studie gibt es schon seit einiger Zeit. Wir hatten uns 2019 hatten wir uns hingesetzt und hatten überlegt, was können wir denn da machen? Damals E-Mobilität noch relativ neu. Ich habe nochmal nachgeguckt, da waren so gerade 38.000 Autos neu zugelassen. Das ist ungefähr so 1% des gesamten Marktes. Wie viel gibt es jetzt ungefähr? Im Markt jetzt so ungefähr 1,5 Millionen. Oh wow, okay, das ist schon ein Unterschied. Das war damals noch ganz, ganz anders. Ja. Etwa 1% aller Neuwagen waren damals E-Autos. Genau, und dann der erste Kompass kam dann 2020 raus und jetzt eben jedes Jahr und sehr schön. Im letzten Jahr eben auch. Und darüber dürfen wir jetzt heute sprechen. Ja, vielleicht ja nächstes Jahr sogar schon die nächste. Ich freue mich auf jeden Fall. Wie war denn das Durchschnittsalter von der Studie, die du jetzt gemacht hast? Nur, dass wir so einen kleinen Maßstab haben? Mhm. Das ist, ganz genau weiß ich es gar nicht, müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube 25, 26? Ja, 24, so? Ein bisschen, könnte knapp 26 sein. Okay. Genau, man muss beachten, wir haben in der IU, es werden IU-Studierende befragt. Wir haben die dualen Studierenden, die sind halt klassisch jung, mhm. Vielleicht so 18, 19, 20 Jahre, 21 Jahre. Und dann haben wir sehr viele Fernstudiums-Studierende. Die sind eher älter, ne? So, genau, 26, ja. 27, 28, die haben eine Ausbildung hinter sich, vielleicht sogar schon ein Studium, machen noch ein zweites Studium. Und die wurden ganz klar auch befragt. Ja. Okay. Kommen wir jetzt mal zu den Inhalten der Studie. Das ist natürlich das Spannendste daran und auch für dich natürlich als Forscher spannend. Ein Begriff, der da eine sehr große Rolle spielt, ist der Net Environment Score. Der wurde da auch gemessen in der Befragung. Vielleicht erklärst du erstmal den Begriff, weil vielleicht weiß das nicht jeder, was das ist. Mhm. Und auch, was da diesbezüglich rausgekommen ist. Ja. Der Net Environment Score, genau. Was misst er eigentlich? Er misst die wahrgenommene Umweltfreundlichkeit von Technologien oder von irgendwas. Ja? Und ist im Endeffekt angelehnt an den Net Promoter Score. Man hat im Endeffekt eine Elva-Skala. Man kann quasi Punkte vergeben oder Sterne vergeben von 0 bis zu eben 10 Sternen. Ja? Und was macht man jetzt? Man guckt sich die prozentualen Anteile an. Wie viele von diesen Befürwortern, von diesen Fans gibt es eigentlich? Bei der E-Mobilität waren es jetzt in unserer letzten Umfrage 4,7%, die 7 bis 8 angekreuzt haben oder Sterne vergeben haben und schaut sich spezieller die Leute an, die eben nur 0 bis 6 Sterne vergeben haben. Woran es da gelegen hat wahrscheinlich. Genau, und zieht die dann quasi davon von diesen Befürwortern ab. Und was ist rausgekommen? Minus 61. Oh, wow. Okay, ja. Das ist ein krasser Wert. Das ist ein wirklich schlechter Wert. Woran liegt es? Die Leute sind einfach nicht überzeugt. Mhm, ja, sie wissen es im Zweifel auch nicht. Spannend ist, wenn man das vergleicht, ja, was käme eigentlich raus, wenn man Dieselfahrzeuge bewerten müsste oder Benziner bewerten müsste und die sind tatsächlich, die kommen noch schlechter weg. Also grundsätzlich kann man sagen, es sind irgendwelche Werte, ne, zwischen minus 100 und plus 100 sind möglich und Diesel und Benziner kommen auf minus 90. Okay, also nochmal. Ja, ja. Noch das sehen. Muss man natürlich in Relation sehen. Ne? Dann kommen die E-Autos ja doch eigentlich gar nicht mal so schlecht weg, wenn genau. man das sieht. Ja. Und wie kommt es dann, dass die irgendwie so nicht besessen sind von diesem Wasserstoffantrieb? Aber warum ist der denn so attraktiv? Weil so auf erster Linie würde der dann doch gar nicht so gut abschneiden, eigentlich, zumindest für mich als Laie jetzt mal betrachtet. Ja, naja, ich glaube, sie sind gar nicht so richtig Fans davon, sondern sie sind einfach unsicher. Unsicher, ne? Mhm. Dementsprechend, ich glaube, da ist eine große Chance für Automobilhersteller, für die Politik, dass sie einfach aufklären. Mhm. Ja, weil die Leute sind tatsächlich, gerade bei uns in der Studie, sind nicht versessen und sagen, das ist unbedingt Wasserstoff, sondern sie sind einfach unsicher. Und wenn man denen das vielleicht erklärt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auch ein Ingenieur, ne, nicht ich, aber wenn das jetzt ein Ingenieur macht oder auch ein bisschen witzig, dann glaube ich, hat man da eine ganz gute Chance. Ja. Kommen wir jetzt nochmal zu den Top 3 Vor- und Nachteilen, die E-Autos betrifft. Die wurden ja auch untersucht in der Studie. Genau. Top 3 Vorteile. Grundsätzlich hat man schon festgestellt, die Autos oder in der Wahrnehmung der befragten Autos, E-Autos sind einfach besser für die Umwelt. Klar. Ja? Mhm. Besser. Allerdings nicht gut.
zweitwichtigste Vorteil für knappe 15% der Befragten, Steuervorteile bzw. vor allen Dingen Rabatte. Die gibt es jetzt ja nicht mehr eigentlich. Genau, die gibt es leider nicht mehr. Und man muss tatsächlich sagen, Autos, E-Autos in Deutschland sind sehr teuer. Mhm. Der ADAC hat Anfang des Monats, jetzt im Januar, nochmal eine Untersuchung gemacht. Es gibt nur 3 Autos, die unter 30.000 Euro kosten. Ja. Ja, dritter Vorteil, das Auto mit dem Strom zu laden, ist günstiger. Auch das haben die Leute schon rausgefunden. Mhm. Und ich fahre selber, bei mir ist es ein Plug-in-Hybrid. Ja. Die brauchen im Schnitt, der ADAC hat ja auch schon mal da einen Test gemacht, ungefähr 20 Kilowattstunden. Okay. Und wenn man sich das vorstellt, die Kilowattstunde kostet zu Hause oder ne, wenn ich beim Discounter lade, kostet sie 30 Cent. Mhm. Das sind dann 6 Euro auf 100 Kilometer. Genau, und die drei Top-Nachteile, die E-Autos, wie sie bewertet wurden in der Studie, sind wahrscheinlich auch sehr die typischen, die man so direkt im Kopf hat. Genau, ganz klar, Reichweite. Die Reichweite, genau. Reichweite und bei dem Auto, was wir gleich fahren. Das hat eine sehr außergewöhnlich hohe Reichweite. Ich glaube, es sind bis zu 750, ne? Aber da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Das ist jetzt kein Maßstab, glaube ich, so für das Durchschnitts-E-Auto. Was wollen die Leute haben laut unserer Befragung? 470 Kilometer. Ja. Und zwar 470, aber real. Ne? Nicht irgendwie, dass irgendwo in irgendeiner Wertetabelle steht, sondern selbst bei schlechtem Wetter, ne? Wenn es kalt ist oder so. Ja. Der zweite Grund ist eben, Ladedauer ist zu lang. Ja? Aber auch da, die Entwicklung geht weiter. Schnellladen ist jetzt schon schnell. 200 Kilowatt kann man in einer Stunde laden. Dritter Grund, hohe Kauf- und Leasingkosten. Wir hatten gerade über die 10.000 Euro extra gesprochen. Das wird sich entwickeln. Also eigentlich sind alle drei Nachteile im Prozess gerade, ne? Sich weiterzuentwickeln. Und da wird auch einfach in den nächsten Jahren noch sehr viel kommen. Genau. Ja. Ja. So, Christian, kommen wir jetzt mal zum spannendsten und zum praktischen Teil, denn zu unserer Testfahrt. Auf welches Auto dürfen wir uns denn jetzt freuen? Wir sind ja hier im Autohaus von Mercedes. Ja. Und Er steht schon neben uns. Genau. Ich bin ganz aufgeregt. Man hat uns einen EQS gegeben. Ja. Also die S-Klasse. Ne? Ja, okay. Ich würde sagen, dann lass uns jetzt mal loslegen. Ja. Erzähl doch mal, bist du schon mal mit dem Auto gefahren? Nee, oder? Nein, okay. Nein. Deshalb, mein Herz pocht gerade. Ich bin sehr gespannt. Mein Autoherz pocht. Ich bin sehr gespannt. Okay, Christian, ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns einfach losfahren. Ja. Ja, ich auch nicht. Ich mach mal den Ton. Ich guck mal, ob wir einen Ton machen. Ich mach mal das Fenster runter. Ah, okay. Ja? Hört man den jetzt? Ja, man hört schon was. Man hört schon so ein bisschen was, ne? Ja, doch, man hört schon was. Okay. Ja, weil das ist ja so, ne? Bis 2021 waren sie noch komplett geräuschlos. Genau. Und dann ab 2021 gab es irgendeinen Beschluss, weil sich mehrere Leute, berechtigterweise natürlich auch aus Sicherheitsgründen, beschwert haben, wirklich. Und seitdem müssen auch E-Autos Geräusche machen. Das sind ja die sogenannten AWAS, diese akustischen Warnsignale. Die sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, oder? Genau. Autos müssen bis 20 km/h Geräusche von sich geben, weil man eben davon ausgeht, dass vielleicht die Fußgänger nicht so richtig darauf achten und das dann natürlich gefährlich ist. Aber es ist auch marketingmäßig ist auch einfach eine Chance, ja? Weil du jetzt eben den Sound, also Soundingenieure gibt es schon immer. Ja, kräftiger Motorsound war ja bei Verbrennern oder ist bei Verbrennern ja immer wichtig. Und das gibt es jetzt bei E-Autos auch. Unterschiedliche Ansätze von unterschiedlichen von Herstellern eben. Genau. Und das ist schon irgendwie etwas Schönes, was man aus Marketing-Perspektive so ein bisschen sehen kann. Also da ist einfach ein bisschen auch Kreativität im Spiel. Und das ist natürlich auch ein schöner Faktor. Einer der Hauptnachteile, weswegen sich die meisten Studierenden gegen ein E-Auto entscheiden, ist ja die Reichweite. Da habe ich ja sogar noch zugestimmt und meinte, kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und hätte keine Lust, nach 200 Kilometer immer wieder irgendwo an der Ladesäule zu stehen. Aber dieses Auto hat tatsächlich eine Reichweite von bis zu 750 Kilometern. Ja. Also es ist kaum vorstellbar. Kannst du einmal quer durch Deutschland gefühlt fahren. Genau. Du kommst auf jeden Fall sehr, sehr weit. Und ganz ehrlich, irgendwann ist man ja auch, ist ja auch dann gut, oder? Man möchte auch mal irgendwie eine Pause machen. Plus natürlich, wir haben hier eben ein bisschen rumgespielt. Ja, hier gibt es verschiedene Apps, die man hier bedienen kann. YouTube beispielsweise können wir gucken. Oder hier Tetris ist jetzt gerade ausgeblendet. Aber sobald wir stehen, müssen wir mal gerade anhalten. Stimmt, eigentlich lassen wir es anhalten. Können wir eine Runde Tetris zocken? Ja, sobald wir stehen, wird es hier angehen. Wir müssen wahrscheinlich hier auf die Parkfunktion. Ja, zack. Jetzt. Da ist es, können auch irgendein Quiz machen oder so Doku. Ja, wie lange ich schon kein Tetris mehr gespielt habe, seit meiner Kindheit nicht mehr, Christian. Jetzt ist der Tag der Tage gekommen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert hier. Du hast
hast da ja gerade drüber gesprochen, dass die Beliebtheit auf jeden Fall noch nicht so hoch ist, wie sie auch vielleicht hätte sein können, wenn wir ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten können. Und in Deutschland ist ja einfach auch ein ganz klarer Rückgang zu verzeichnen, was die Nachfrage von E-Automodellen angeht. Und VW musste sogar im letzten oder vorletzten Jahr Kurzarbeit anmelden, ne? Was die Produktion von E-Automodellen angeht. Total gruselig, weil das ja eigentlich erst vor 10 Jahren überhaupt alles ins Rollen gekommen ist. Was meinst du denn, woran das liegt, dass es in Deutschland wirklich so eine Grundskepsis diesen Autos gegenüber gibt? Mhm. Weil gerade wenn wir jetzt mal auf die skandinavischen Länder schauen, sieht es ja komplett anders aus, ne? Da ist es ja deutlich beliebter. Ja, ich würde gar nicht die Grundskepsis würde ich gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Ich glaube, das ist eher ein kurzfristiger Effekt gewesen, weil die Förderungen weggefallen sind. Ah, okay. Ja? Erst die Förderung für Firmenkunden. Die haben quasi den Rabatt nicht mehr bekommen, den staatlichen Rabatt. Firmenkunden, muss man wissen, sind halt typischerweise die am ehesten einen Neuwagen kaufen. Mhm. Normalerweise sagt man, 2/3 aller Neuwagen werden an Firmenkunden verkauft. Bei E-Autos ist es sogar noch ein bisschen mehr, 80% etwa der Neuwagen werden an Firmenkunden verkauft. Das ist eine und dann gegen Ende des Jahres, wir haben das alle mitbekommen, mit der Haushaltskrise auch für Privatkunden. Und das hat natürlich sehr stark auf den Abverkauf gedrückt. Gerade bei jungen Leuten, die jetzt vielleicht auch einen Führerschein machen oder so, ne, und das erste Auto, die sagen halt, naja, ein E-Auto ist ja automatisch ein Automatikauto. Mhm. Und das ist eben ein Problem, weil wenn ich zum Beispiel den Führerschein mit einem E-Auto machen würde, kann ich ja kein Schaltgetriebefahrzeug mehr fahren. Ja. Mhm. Das ist ja nicht erlaubt. Dementsprechend ist das so gerade am Anfang, wenn man am Anfang ist, dass die junge Leute auf jeden Fall das Bedürfnis haben, mit einem Getriebeauto zu fahren. Und das ist eben ein Verbrenner. Und damit auch erstmal üben wollen. Okay, verstehe. Mhm. Langfristig ist dieses Know-how oder was man da auch immer entwickelt, dieses Gefühl für ein Getriebeauto vielleicht irrelevant. Aber zumindest aktuell beschäftigt das die jungen Leute noch. Mhm. Dann müssen wir jetzt hier gleich mal auf die Autobahn fahren. Ja, sehr gerne. Also einmal müssen wir doch schnell fahren. Ja, einmal müssen wir schnell fahren. Da können wir überhaupt rechts fahren. Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, Christian, gib Gas. Ja, wir wollen mal gucken, was das Auto kann. Aber das fühlt sich gar nicht so extrem an. Ne? Es fühlt sich eher trotzdem noch schön an, ja, finde ich. Ganz angenehm, weil es ist aber natürlich auch eine S-Klasse. Oh, guck mal, wir sind ja viel zu schnell. Aber es fühlt sich gut an. Ein bisschen es fühlt sich ein bisschen an wie ein Rollercoaster, aber nicht im negativen Sinne. Nee. Und du hast ja auch zusätzlich zu diesem IU Mobilitätskompass, über den wir jetzt so ausführlich gesprochen haben, auch noch eine Studie über die Wahrnehmung von Motorsport gemacht. Mhm. Was für Parallelen konntest du denn zwischen diesen zwei Befragungen so feststellen? Parallelen gibt es da tatsächlich eigentlich gar nicht, sondern parallel ist hier, dass wir das in der gleichen Befragung eingebaut hatten. Was haben wir gemacht? Wir haben die Leute befragt. Also Motorsport wird ja natürlich immer beliebter bei jungen Leuten. Ja. In den letzten Jahren einen richtigen Drive entwickelt. Wir haben einfach befragt, die jungen Leute befragt, was ist so der ideale Motorsport? Ne? Wie müsste der eigentlich sein? Und dann geguckt, wie ist er? Also wie ist die Formel 1? Wir haben das dann aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Die einen haben eben die Formel 1-Frage beantwortet, andere Formel E. Wieder eine dritte Gruppe, die DTM und die ADAC GT Masters und genau, auch eine spannende Studie, schaut da gerne rein, kann ich nur empfehlen. Und du bist jetzt ja hier schon gut auf der Tankstelle angekommen, denn wir machen jetzt einen kleinen Fahrerwechsel. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich muss zugeben, ich liebe Autofahren, aber ich fahre immer nur im Smart. Je kleiner, desto besser. Und dieses Auto ist einfach riesengroß. Deswegen, ich gebe mir größte Mühe, aber ich freue mich auch so ein bisschen, muss ich sagen, das selbst mal auszuprobieren. Kannst du auch, Weil ich fahre dich jetzt, glaube ich dir, ich werde dich jetzt zurückbringen zum Bahnhof, damit du wieder zurückfahren kannst. Und währenddessen probiere ich mal unsere Skills jetzt aus. Super. Boah, das fühlt sich wirklich schön an zu fahren, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin noch nie so ein schnelles Auto gefahren. Das ist für mich auch, oh, und ich fahre viel zu schnell. Das habe ich gar nicht mitbekommen, weil sich die Schnelligkeit in dem Auto gar nicht so anfühlt.
So Christian, wir sind tatsächlich am Ende, auch für euch. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Dich bringe ich jetzt zum Bahnhof, für dich geht es jetzt nach Hause. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr ganz schnell wiederfinden und mit neuen Errungenschaften und neuen Daten, die du uns irgendwie präsentieren kannst. Und ihr da draußen, erzählt doch gerne mal, warum ihr euch für oder auch gegen ein E-Auto entscheiden würdet oder auch habt und was sich noch verändern sollte, damit ihr euch vielleicht für ein E-Auto entscheiden würdet. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich freue mich auf euch im nächsten Video und ich genieße jetzt noch mal die letzte Testfahrt in so einem großen Auto, weil ich sag mal, so schnell wird es wahrscheinlich für mich auch nicht mehr passieren. Also, bis dann. Ciao.